Servus zum 1899 WM Aftermatch Talk. Ich bin der Philipp, ich habe das Ganze gerade kommentiert mit dem Gulli auf dem Turmfunk und habe jetzt bei mir den Julius-Fan Julian vom genau. Jan-Block, den ich hier herzlich begrüßen kann. Vielleicht kennt ihr ihn auch aus dem Discord. Hallo Julian. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist, dass du hier spontan dir die Zeit nimmst. Wir wollen ganz kurz vor der PK-Umsetzung die Zeit nehmen, wenn die Mannschaft hier sich bei den Fans bedankt, gerade noch im Kreis eingeschworen hat. Auswärtssieg hat es geklungen aus dem Gästeblock. Die drei Punkte sind da. Man hat auch gemerkt, auf der Bank und auch hier auf der Pressetribüne sind viele, viele Steine abgefallen. Ich glaube, 80% der Pressetribüne haben uns gehört. War in der zweiten Liga auch nicht oft so. Aber die ersten vier Punkte haben wir damit im Sack in der Liga. Was ist so dein Fazit, vor allem von heute? Darfst du auch gerne auf die ersten beiden Spiele eingehen, wenn ich es jetzt schon gemacht habe. Also mein Fazit ist hauptsächlich mal Erleichterung. Ich glaube, du hast es gerade schon erwähnt, es sind einige Felsen von den Herzen hier gebrockelt, als Faber dann das letzte Tor geschossen hat, endlich zum Sieg. Man möchte zwar sagen, endlich ein Sieg, auch wenn es erst der zweite Spieltag ist, sah zwischendrin, aber da kommen wir sicher gleich noch drauf, ja nicht so aus. Deswegen ganz, ganz große Erleichterung hier nach dem Eröffnungsspiel in der neuen Arena hier in Verl. Ja, haben wir gut eingeweiht mit drei Toren. Zu Beginn gab es ein bisschen Rauch von Fehlerseite. Ja, über die Sichtweite im Gästeblock, die wir zum Glück nicht haben, habe ich schon gesprochen im Turmfunk. Da gibt es wirklich schönere Stadien. Aber ansonsten glaube ich für den Jan eine rundum gelungene Auswärtsfahrt heute. Ziehen wir es vielleicht mal von vorne auf. Die erste Halbzeit wirklich perfekt ins Spiel bekommen. Gleich nach wenigen Sekunden die erste Chance. Ich weiß nicht ganz über wen. Aber dann 8 Minuten lang Fehler, glaube ich, mit keinem einzigen Ballkontakt in unserer Hälfte. Der Jan hat die wirklich eingeschnürt da hinten drin. Fehler gar nicht ins Spiel kommen lassen. Sich gut darauf eingestellt, auf das, was auch dein Kollege Max im Podcast geschrieben hat, dass sie eigentlich in die Mitte kombinieren wollen, die Fehler. Haben wir gar nicht zugelassen, um die Außen kam auch nichts. Und in der ersten Halbzeit, ganz ehrlich, habe ich uns das locker nach Hause fahren sehen, aber es war halt nur das 1-0. Die ersten 15 Minuten, wie du gesagt hast, bis zum Tor, die Janef absolut überlegen. Meine Notizen bis zur 6. Minute der Ball, kein einziges Mal in unserer Hälfte. Starkes Pressing, bis an die Grundlinie das Pressen durchgezogen, bei den Temperaturen Respekt. Ja, bis dann das Tor fiel, eigentlich ein Grund zur Freude, aber das war meiner Meinung nach ein Bruch im Spiel. Ich kann es mir noch nicht so ganz erklären. Eigentlich sollte es ja ein erlösendes erstes Tor sein und man dann befreiter aufspielen kann. War aber überhaupt nicht so. Unserem Tor. Was ich so gelesen habe, ging es Fair letzte Woche genauso. Die haben gegen Viktoria Köln das Spiel gemacht. Ich habe es selber nicht gesehen, ich habe nur den Bericht gelesen. Das 1-0 geschossen und ab da hat nur noch Köln gespielt. Heute haben sie jetzt, würde ich nicht sagen, die erste Halbzeit dann dominiert. Die ging schon noch kleine Jahre, da sehe ich keine Riesenchancen für Fair. Einmal, zweimal haben wir ein bisschen Glück gehabt hinten drin. Gerade Bräunig und Hein hatten da ein paar Probleme auf der linken Seite. Gerade auch, weil Ochowski wirklich sehr viel Dampf gemacht hat. Sehr unglücklich war in den Abschlüssen, aber sehr aktiv war der Rechtsverteidiger von Verl, der ja keinen Spieler vor sich hatte, sondern eigentlich die komplette Seite beackert hat. Da habe ich riesen Respekt vor den Außenverteidigern von Verl, wie die das durchgezogen haben. Man hat schon gesehen, lag vielleicht auch am intensiven Pressing in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ging uns ein bisschen die Luft aus. Ja, den Eindruck habe ich definitiv auch. Selbst in der ersten Halbzeit standen wir hinten noch relativ gut. Viele Torchancen kamen auch nicht von Verl. Mein Eindruck war, sie waren, obwohl sie deutlich mehr Ballbesitz hatten, ein bisschen ratlos im Aufbauspiel. Viele Querpässe auch nochmal hintenrum. Da stand die Jahn-Elf noch deutlich sicher und man konnte sich zumindest, wenn man es positiv hält, mit der Jahn-Elf noch einreden. Ja, das ist ein bisschen Kräfte sparen für die zweite Hälfte. Das bei den Griff Temperaturen auf jeden Fall. Genau. Und ja, vielleicht zu Benesalas Tor noch ganz kurz. Wirklich schöner Schuss nach, vor allem schöne Ablage von Feed auf die Außenbahn. Hat gut gesehen, zuvor abgelegt von Hut, der sich da gegen drei Mann durchsetzt. Wirklich alle mitgeholfen und dann Salah mit einem schönen Schuss vom 16er-Eck, da an den linken Innenpfosten. Hat unbehauen keine Chance. Vielleicht noch ein Wort zu Gebhardt in der ersten Halbzeit. Ich glaube, eine Unsicherheit. Ansonsten, ja, kaum gefordert. In der zweiten Halbzeit dann die komplette Jahn-Elf ein bisschen, ja, überrascht, glaube ich, dass Verl auf einmal den Plan hatte. Da habe ich am Anfang Batista Meier und dann später dann den eingewechselten Knoss gesehen und generell auch die Offensivspieler aus dem Zentrale, die es ein bisschen in die Außen eingeschaltet haben, die außerdem unterstützt haben und dann mal nach außen verschoben und dadurch mehr Plätze auch in der Mitte geschaffen haben, dass sie auch wieder über innen ihr Spiel aufziehen können. Da sind sie dann wirklich auch mit den Wechseln mehrmals vors Tor gekommen, haben folgerichtigen Ausgleich gemacht und dann am Ende, muss ich sagen, hat der Jan Glück, dass sie hier nicht Rückstand geraten. Bis zu dem Abschnitt, wo wir dann das Tor erzielen, erstmal, gehst du da mit? Da gehe ich definitiv mit. Ja, ich werde es gleich in der Pressekonferenz auch nochmal fragen, was da für die Gründe waren. Hat man sich im Spielplan nicht so auf diese Temperaturen hier eingestellt? Für mich ein bisschen
doch ratlos, wie schwer man sich getan hat gegen die Ferler, die dann doch einige Druckphasen hier aufziehen konnten. Da ist dann Gebhardt auch ein-, zweimal gefordert worden, hatte auch ein-, zwei gute Paraden, aber ich finde, mit den Abprallern hat er die Janev doch noch und unsere Verteidigung in einige brenzlige Situationen gebracht. Da hätte doch noch mal ein oder zwei Tore fallen können. Ein anderer Schuss war auch verdeckt. Einer war wirklich zwischen Pfosten und Torwart. Der war, glaube ich, auch, das muss ich noch mal sehen, ob er da Glück hat, ob er da Pech hat oder ob er einfach macht, was er kann. Aber da sage ich auch, sehr viel nach vorne abgewehrt, sehr viel Unsicherheiten. Also wirklich 4-5, das darf es Torwart normalerweise nicht erlauben. Aus einer ist dann auch fast noch das 2-1 entstanden. Wo er dann aber wirklich gut reagiert mit der Fußabwehr und am Ende den Ball in einer schwierigen Situation besser pariert und uns im Spiel hält damit. Und dann Conny Faber, ich bin wirklich hier durchgedreht, mein Held der letzten Wochen, weil er immer in jedem Pokalspiel gegen Bezirksligisten der ist, der vorne weggeht, der quer übers Feld läuft, der nach 60 Minuten auch hier sein Kollege Benesala ist mit einem Kampf ausgewechselt worden und Conny Faber, der mindestens genauso viel läuft, ist hier Vollgas durchgesprintet und macht dann das schöne Tor nach überragender Vorlage von, hilf mir kurz. Oh, da bin ich auch gerade blank. Dann haben wir zum Glück einen Fernseher von uns, dann schaue ich ganz kurz nach, wer es war. Ja, ich finde es aber dann auch im Abschluss noch gut gemacht, kalt geblieben, schön am Torwart vorbei ins lange Eck. Das war am Ende gut gemacht. Da hatten wir tatsächlich in den letzten Jahren einige Situationen, wo dann die Nerven versagt haben. Ja, der eingewechselte Schönfelder war es, der da wirklich einen wunderschönen Pass spielt auf Conny Faber und der dann einfach schneller als seine Gegenspieler dann ohne Probleme dem am Torwart vorbeizulegen und uns hier die Steine ein bisschen von den Schultern schießt. Während es hier noch ein bisschen Tumulte gibt, vielleicht haben sich ein paar Paderborner, ist ja nicht weit von hier eingeschlichen, aber alles halb so wild. Brauchen wir nicht weiter erwähnen. Ja, dann bringt der Jan das Ganze über die Zeit mit, würde ich nicht sagen Glück, aber mit Erleichterung den ersten Sieg eingefahren. Wird jetzt auch da nicht mehr groß drauf eingehen, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht ganz so souverän waren. Am Ende hatte Ferl auch vorm Tor nicht das nötige Glück. Da waren ein paar enge Situationen, wo es auch mal die andere Richtung kann. Wir hatten endlich mal dieses nötige Glück, sag ich mal, und die Chancen genutzt, die wir eben die letzten Wochen nicht hatten. Gerade Conny Faber, der seine Chance heute genutzt hat, freut mich ungemein. Eine kleine Randnotiz vielleicht noch. Kelvin Unikwe aus der U21, heute das erste Mal, aus der Jahrenjugend vor allem, heute das erste Mal im Profikader gleich eingewechselt. Hat leider nicht gereicht für eine richtige Torchance, aber hat mir gut gefallen. Hoffentlich sehen wir den öfter. Und genau, finde ich auch. Auch Respekt direkt in der heißen Phase. Das war ja vor unserem Führungstreffer, als Ferl wirklich am Drücker war. Da sind so jungen Spieler reinzuwerfen. Respekt hat er auch, soweit es dann noch ging, gut gemacht. Ja, auch wirklich Respekt an Shaw Enochs, dass er da auf die jungen Spieler setzt und die auch mit reinbringt, mit reinwirft in sowas. Hat auch sehr viel gecoacht. Wir haben ein Spiel, hat man hier super gesehen von unseren Plätzen. Wie gesagt, bei uns war die Sicht super, auch wenn es sehr warm war. Hat immer wieder auch mit Zetteln versucht, kurz einem Conny Faber was mitzugeben, der dann seine Mitspieler weitergibt, die Nachricht. Und das hat am Ende, muss man sagen, auch funktioniert. Ob es die Umstellung war, weiß ich nicht. Wenn wir vielleicht jetzt eine Pressekonferenz hören, dann verabschiede ich dich, damit du da hier... Genau, dann machen wir mal auf den Weg. Genau, dich auf den Weg machen kannst und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, auch fürs Einschalten, alle, die den Turmfunk gehört haben und die letzte Folge 89 FM, wer es nicht gehört hat, ist ja vorgestern, glaube ich, rausgekommen. Jetzt haben wir zwei Spiele vor der Brust und danach wird wahrscheinlich schon die nächste kommen. Da müsst ihr euch an Robert wenden oder im Discord vorbeischauen, dann erfahrt ihr es auf jeden Fall. Bis dahin sehen wir uns entweder im Stadion oder hören wir uns im Turmfunk und danke fürs Einschalten. Bis dahin. Danke an dich fürs Kommen. Sehr gerne.